Dann hole ich mal ein paar Setzlinge. Okay, und ich gehe zum Marktplatz. Etwas da weiter ist eine Platzgurke. Huch! Alles in Ordnung? Ja, da war nur eine Platzgurke. So. So. Nein. Falls dann doch noch wer was will. Und alle putzen. Ja. So. Hier fehlt eindeutig Erde. Ja, das kann ich sagen. Das sind bestimmt immer diese schwarzen, großen Viecher, die die klauen. Passen die überhaupt unter den Baum? Die haben sehr lange Arme. Das weiß ich. Oder wenn sie krabbeln. Das habe ich noch nicht gesehen, das will ich sehen. Ist auch interessant zu sehen. Ja gut, es wird hell. Yay! Yeah. Hey! Ach, da ist der Jäger. Ja, ich hatte sie gerade nicht verstanden. Irgendwie... Ja. Ohrentaub? Ja. Wollen Sie nicht einsammeln gehen? Ach nee, das brauche ich nicht. Das habe ich schon zu Genüge. Ja, dann. Aber hier müsste auch mal ein richtiger Aufstieg gebaut werden. Ja, überall irgendwie mal. Da, wo halt. Auch gerne. Eigentlich hatte ich ja jemanden damit beauftragt. Beziehungsweise Blackie hatte jemanden beauftragt. War das dieser mit diesem deformierten Gesicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Dieser Schwarzkutte da. Das will mir jetzt nur zeigen, wo die Bäume hin sollen. Nicht wehtun. Federhand. Abgeschossen. So. Aber sie sollen sich auch nicht. Naja, der Fall im Bein. Nicht weh. Hoffe ich. Nein. Ich und der hat noch Rüstzug an. Ja. Das steckt trotzdem ein Pfeil im Bein. Ich will. Oh, wenn sie die Bäume im Wind haben.
Also, da er ja die Bäume haben möchte. Ich dachte, sie wollen. Ich habe nur gesagt, der ist, wäre gut. Ach ja. Herr Alk? Ja. Wo sollen die Bäume hin? Vors Fenster am besten. Aber dann sehen sie doch nichts mehr. Wir aber auch nicht. Genau. Dann sind die Fenster doch aber sinnlos. Es käme ja immer noch Licht rein. Ich hab doch noch andere Fenster. Wenn die dann aber auch von Mitbäumen zu sind? Nein, die werden frei bleiben, denn hier kommt ja ein Weg hin. Ich. Aber hier drüben kann ich keine Bäume pflanzen. Das wenige. Nee, da sollen ja auch keine hin. Ich dachte eher an. Okay. Ja, hier. Wo? Ist, ich komme einmal ums Haus gelaufen. Da ist er. Ich dachte eher an. Hier so ein. Damit wir von da nicht mal gucken können. Irgendwie wächst er nicht. Er möchte wohl an beiden Seiten noch ein bisschen Erde haben. Kann gut sein. Brauchen Sie noch so ein... Zeit. Brauchen Sie noch so ein weißes Thema? Entweder Zeit oder Baum... Knochen mehr. Moment, ich hab da was. Ja. Und damit? Das müssen Sie jetzt klein machen. Ach so. Mit der Hand? Einfach zerbrechen. Vielleicht sind wir zu nah am Haus dran. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich setze den mal einen Blick weiter. Also. Ui. Ja, der ist schön. Da haben sie ihre Knochen wieder. Und der passte hin. Ja, das stimmt allerdings. Ah, kommt ein. Wilwin. Hallo. 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 Alles in Ordnung? Ja. Sie sehen sehr demoliert aus. Nein. Das doch. Ist halb so schlimm. Wie es eigentlich aussieht. Ja, bleiben Sie mal stehen. Da die ganzen Kratzer an der Stirn, im Gesicht selber. Was passiert? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Okay, also ich bin letztens von einer Klippe gestürzt. Aber einer nicht allzu großen. Also nicht die hier. Nicht wehtun? Wehtun tut weh. Da war der Jäger weg.
Da ist sie. Und mich hat so ein komisches Ding verfolgt, so ein... Mit Platzgurke? Nein, so ein komisches Ding mit langen Beinen, es war schwarz und hatte lila Augen. Ein Enderman? Ja, genau. Es hat mich die Klippe runtergestoßen, sozusagen. Haben Sie nicht vorher davon was geredet? Ja, das sind... Von so einem Vieh? Ja, das sind die, die auch die Blöcke immer klauen. Ja. Okay. Aus Erfahrung weiß ich, die mögen es nicht, angeguckt zu werden. Die sind ja auch hässlich. Na, stimmt doch gar nicht. Die sehen aber so aus wie der Farmer. Stimmt, der hat auch so einen Kopf. Nicht, dass der... Vielleicht mag der es ja auch trainieren. Nicht, dass der... Nur weil er anders aussieht. Ja, aber nicht, dass der mit denen unter einer Decke steckt. Ach, was? Vielleicht mag er es auch einfach nur, ich werde mal die ganze Zeit angestarrt. Hat es schon jemand ausprobiert? Nein. Ja. Was jetzt? Okay. Ja. Okay. Und? Ja, von meinem Haus aus kann man ganz gut gucken. Also der hat sich nicht dran gestört, die ganze Zeit beobachtet zu werden. Naja, zum Glück klaut er keine Blöcke. Ja, das stimmt. Ja, wenigstens eine Sache. Ja, und was machen Sie hier oben? Wir haben die Fräulein Sissi hat einen Baum gepflanzt für mich. Damit, ein Baum? Ja, damit die Frau Lunaria mir nicht mehr in die Fenster gucken kann. Wer ist denn Lunaria? Ich bin die Frau Mia. Mira. Ja, da hat sich gerade wer mit dem Namen vertan. Ja, das stimmt. Anwesend? Ja. Naja, Wir sollten vielleicht reingehen, es wird dunkel. Schon wieder? Ja. Der Tag vergeht schnell. Also, wir können gerne in mein Haus gehen. Ich habe da nichts dagegen. Dann würde das zu. Könnte ich auch rein, denn ja, ich habe kein Dach. Ich habe das, noch kein Dach. Das habe ich schon mitgekriegt. Da ist nur eine ganze Menge Dreck. Ja. Ich kann Ihnen gerne ein Dach bauen, wenn Sie das wollen. Das wäre... Diese fliegenden Dinger am Himmel, die... Was suchen Sie denn da oben? Ich guck mir ja auch so an. Aha. Ich habe mich gefragt, ob es überall so leer ist. Das Haus steht erst seit 2 Tagen. Sie wissen, in einer Woche ist die Miete fällig. Was für eine Miete? Nee, es ist Vulcan Bay, es gehört mir. Gehört Ihnen die Insel? Nein, das Grundstück hier. Dann zahlen Sie bitte Miete an mich, weil mir die Insel gehört. Und seit wann das? Das habe ich jetzt so beschlossen. Ah, ja. Ja, dann müssen wir alle Miete zahlen. Alle, die hier sind. Ja, alle zahlen Miete an Fräulein Mira und Fräulein Mira zahlt dann Miete an mich, weil ich die Insel vermiete.
Ein Kreislauf. Ja, eigentlich schon. Wie hoch wäre denn die Miete? Drei Eisenmünzen. Drei? Zwei. Das ist mal recht günstig, muss ich ehrlich sagen. Ja, das Haus steht ja auch erst seit einer Woche. So gesehen dann. Huch, da ist ja noch jemand. Hm. Der Herr Sascha. Ich glaube, es ist seit mal die Tür. Ja. Für einen gewissen Herrn. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, Ballad.